Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, ich nenne es jetzt einfach mal Reaction-Video aus Mangel an einen besseren Namen. Und ja, wir wollen uns heute den Film Who Am I ansehen. Natürlich werden wir ihn nicht komplett ansehen, das wäre legal überhaupt nicht möglich. Aber wir wollen uns so die Eckpunkte rauspicken, was da eigentlich so passiert. Und warum die Leute tun, was sie tun und ob das Hacking in diesem Film realistisch ist. Also eigentlich auch eine Art Review zum Film Who Am I, den ihr übrigens gerne gucken könnt. Der ist auf Netflix. Ihr könnt euch den gratis, falls ihr Netflix habt, nicht ganz gratis dort angucken. Und er ist eigentlich sehr empfehlenswert. Zumindest unterhaltsam ist er. Den Rest, das werden wir jetzt natürlich klären. So, wir werden das so machen. Ich suche euch immer die Stellen raus und sag dann kurz was dazu und sag dann, wie das vielleicht realistisch aussieht oder ob das realistisch ist. Und dann gucken wir die Stelle zusammen. Okay, fangen wir an. Erster Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Motivation von unserer Hauptfigur. Und ja, seine Hauptmotivation ist eigentlich folgende. Moritz! Checker! Thomas! Ich wollte schon immer ein Superheld sein, mit einer Superkraft. Ich wollte Dinge tun, die niemand für möglich hält. In Wirklichkeit hatte ich bereits eine Superkraft. Ich war unsichtbar. Okay, das heißt, er ist also unsichtbar. Und unsichtbar zu sein ist natürlich von Vorteil, wenn man Dinge macht, die nicht so ganz legal sind. Aber was der Film hier definitiv nicht zeigt, ist, man kann auch viele gute Dinge im Bereich Security machen, die auch so eine Art Superheldenwirkung haben. Also ich meine, wenn man ein Superheld ist, ja, im besten Falle, gut, okay, in den Medien wird das anders dargestellt, aber bestenfalls kriegen die Leute nicht mal mit, dass man irgendwas gemacht hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen richtig krassen Hack vereitelt, indem man den sozusagen findet. Also zum Beispiel, jemand findet eine extreme Schwachstelle in Google Chrome, ja? Dann zählt das nicht unbedingt als Superheld. Aber wenn jemand Sachen klaut, Daten entwendet und die dann weiterverkauft, ist das dann Superheld sein? Ich denke nicht. Das wirft hier so ein kleines bisschen falsches Bild drauf. Aber was ich damit sagen möchte eigentlich, man muss nicht unsichtbar sein, um mit Security was zu machen. Also schaut mich an, ja, ich bin quasi komplett gläsern, ja. Aber ich leiste Aufklärungsarbeit, hoffe ich zumindest bei vielen, was mir auch so bestätigt wurde. Und ich leiste halt auch so einen gewissen Teil, damit ich vielleicht den Leuten den Einstieg in dieses faszinierende Feld erleichtern kann. Und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig. Und was man natürlich auch sehen muss, die Firmen mittlerweile leisten natürlich auch sehr viel Hacking-Arbeit, ja. Also die sichern wirklich sehr, sehr viel ab und pentesten natürlich auch ihre eigenen Applikationen. Und deswegen muss man mittlerweile nicht mehr komplett unsichtbar sein. Man muss eigentlich nur unsichtbar sein, wenn man was Illegales tut. Und nun ja, das sollte man dann auch bei jeder anderen kriminellen Aktivität sein. Deswegen, ja. Superheld sein ist wahrscheinlich eine flexible Definition hier. Schreibt mir gerne, was ihr meint, in die Kommentare. Die Motivation von den anderen im Verlauf des Films werden wir uns übrigens natürlich noch angucken. Die ist ein wenig diverser, sagen wir mal, okay? Gut. Das nächste, was ich euch zeigen möchte aus diesem Film, und das kann ich definitiv so weitergeben, das ist eine tolle Darstellung fürs Darknet, okay? Ich weiß, sie ist absolut nicht realistisch. Im Endeffekt ist es ja kein Raum, wo man sich trifft, okay? Aber das soll ein IRC darstellen, was jetzt gleich kommt. Und dort unterhalten sich dann die Leute im Darknet. Wichtig hierbei ist, und das kam im Film so leider nicht rüber, Leute, die das Darknet benutzen oder die ein Darknet benutzen, sind nicht zwangsläufig Hacker oder Kriminelle. Viele davon sind auch wirklich auf der Suche nach Wissen, versuchen Journalismus zu betreiben und haben damit Schwierigkeiten, vielleicht weil sie irgendwas recherchieren wollen oder zum Beispiel weil sie eben sich sicher austauschen wollen und so weiter und so fort, okay? Und teilweise sind die Leute einfach nur dort unterwegs, um mal kurz anonym auf eine Seite zu gehen. Das heißt, das Darknet ist nicht so, aber ein IRC, ich finde die Darstellung wirklich, wirklich gut. Gucken wir uns gemeinsam an. Aber im Netz gehörte ich dazu. Das Auffangbecken für Menschen wie mich. Während alle anderen ihre Zeit im World Wide Web vergeudeten, trafen wir uns in sogenannten Darknets. Das Netz im Netz. Hier konnte ich sein, wer ich wollte. Ich verbrachte Tage und Nächte am Rechner. Also ihr habt es gesehen, die sind dort quasi alle maskiert und naja,
haben eine verzerrte Stimme. Und ich fand die Darstellung wirklich on point, weil man weiß natürlich nicht, wer hinten dran steckt, wenn man über ein Darknet in ein IRC geht. Das ist allerdings nicht das komplette Darknet, okay? Das ist jetzt nur eine Darstellung von einem Chatroom quasi. Und man kann es sich so auch nicht richtig vorstellen. Ich finde die Darstellung allerdings gut für so einen Chatraum. Allerdings ist das große Problem, das wird später tatsächlich auch noch so wirklich als gegeben genommen. Also man nimmt dann quasi später diese Darstellung und versucht sie realistisch tatsächlich zu nutzen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich mag die Darstellung. Okay, der nächste Punkt, den ich mit euch ansprechen möchte, ist die physische Komponente von manchen Hackerangriffen. Ja? Das heißt, es ist tatsächlich im Sinne, wenn ihr Security bei eurem Unternehmen macht und wirklich etwas verteidigt, ja, dann ist es in eurem Sinne, nicht nur die Rechner von außen, von Zugriff von außen abzuschirmen, sondern auch gegen Einbrüche. Und hier in diesem Film, Who Am I, wird wirklich sehr, sehr deutlich, dass die Hacks eine sehr, sehr physische Komponente haben. Das heißt, man kann einbrechen und dann dort Daten zu entwenden. Man muss trotzdem das System quasi noch hacken, aber wenn ein Einbruch gelingt, dann ist erstmal viel, viel mehr möglich, weil man ja dann auch vor Ort ist. Und deswegen müssen manche IT-Komponenten auch so abgetrennt werden, dass sie selbst bei einem Einbruch nicht benutzt werden können. Also, was ich da als direktes Beispiel euch geben kann, und das finde ich immer wieder super faszinierend, wenn ihr mal auf die Bank geht, bitte das nächste Mal, wenn ihr auf die Bank geht und vielleicht einen Beratungstermin habt, kommt nicht so häufig vor, ich weiß, aber hin und wieder macht man das mal. Schaut mal genau nach, ob ihr, während euer Berater nicht im Raum ist, Möglichkeit hättet, an den Computer dran zu kommen. Zum Beispiel einen USB-Stick einzustecken oder irgendwas zu machen. Und die Antwort wird, wenn es eine gute Bank ist, sein, absolut nein. Ich habe immer mitgekriegt, dass die wirklich ihre Sachen komplett zuschließen. Also ihre Computer sind komplett abgeschlossen. Das Wi-Fi ist auch ein komplett separates, auf das ihr, falls ihr Zugriff auf dem Wi-Fi habt, habt ihr komplett separates Wi-Fi-Zugriff und überhaupt nicht auf dasselbe, was die Mitarbeiter nutzen. Die PCs sind alle über LAN angebunden und niemals über WLAN. Ich habe da mal mit einem von der Bank tatsächlich drüber geredet und der hat mich da noch natürlich ein bisschen aufgeklärt. Die dürfen auch gar keine E-Mails bekommen mit Anhängen. Also die werden tatsächlich einfach ausgesperrt. Man muss wirklich eine separate Freigabe quasi verlangen für zum Beispiel Familienmitglieder, wenn man was ausdrucken möchte oder sowas. Und die können auch selber zum Großteil gar keine USBs anstecken. Weil, wenn man einen USB anstecken kann, dann hat man physisch viel, viel einfacher Zugriff. Also zum Beispiel, man steckt einen USB an und der USB tut so, als wäre er eine Tastatur. Und in Wahrheit verbindet er sich mit einem Laptop von jemand anders. Und dann kann man auf diesem Laptop einfach irgendwas eingeben, und während der Berater vielleicht gerade nicht im Raum ist. Und kann dann zum Beispiel eine Shell aufmachen und hat dann einen kompletten Vollzugriff vielleicht sogar schon. Oder zumindest Teilzugriff und kann dort eine Backdoor installieren und so weiter und so fort. Deswegen muss natürlich so ein System auch physisch abgesichert sein. Also wirklich, es darf nicht von außen angreifbar sein oder betretbar sein. Und deswegen mag ich diesen Film hier, weil er das in mehreren Situationen sehr, sehr gut darstellt, dass Hacks häufig auch eine wirklich physische Stelle haben. Wir schauen uns das ganz kurz mal an diesem Beispiel hier an. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel von dem Film spoilern. Ihr sollt euch den angucken. Ist einfach ein Stück Bildung, I guess, auch, weil man dann auch so ein kleines bisschen, also ich meine, man muss nicht alles ernst nehmen, was der Film sagt, aber ist auch definitiv kein schlechter Film, also. Die Fragen für die Bachelorprüfung werden zentral auf dem Server der Universität gespeichert. Ich brauchte nur einen Zugang. Es war fast so einfach. Den meisten Hackern geht's nur um den Schwellenübertritt. Sie schauen sich im System um, ohne was zu verändern. Andere hinterlassen einen Hinweis. Und manche nehmen ein Souvenir mit. Ganz kurz zu dieser Situation noch, dass man was mitnimmt, beziehungsweise dass man einen Hinweis hinterlässt. Hinweise zu hinterlassen ist meistens nicht so clever. Wenn man nämlich irgendwo eingedrungen ist, dann gibt es natürlich Hinweise auf den Täter und man möchte ja nicht gefasst werden. Man möchte ja unsichtbar sein. Etwas mitzunehmen, also klar, das war jetzt gerade ein Einbruch, ja. Da was mitzunehmen ist halt einfach Diebstahl. Aber etwas mitzunehmen von einem Server ist im Normalfall das, was jeder machen möchte. Man möchte ja die Daten dann entwenden und deswegen muss ein Security Guy sozusagen, muss das ja verhindern. Sprich, man muss eigentlich
Also wenn man als Hacker dort eindringt, ist es quasi das Ziel, etwas mitzunehmen. Man tut es ja nicht einfach nur so for the lulz. Und das kam in dem Film leider auch häufig ein bisschen falsch rüber. Man möchte ja Daten entwenden, um die dann irgendwie weiter zu verwenden als Hacker. Und der Security-Mensch möchte eben genau, dass diese Daten hier absolut abgesichert sind. Der Teil mit dem Affen, ich glaube, das war einfach illustrativ gemeint. Superman, Spider-Man, Batman. Was machen Sie da? Ich war ein Idiot. Und das fand ich ziemlich gut, dass man da auch einfach von einem normalen Menschen, vom normalen Wachpersonal gefunden werden kann, weil das ist tatsächlich das, was ihm hier auch im besten Falle hätte blühen können. Ja, und dadurch nimmt der Film natürlich erstmal seinen richtigen Lauf. Aber wie gesagt, schön, dass es hier auch diese tatsächliche physische, menschlich-körperliche Komponente hat und nicht einfach nur alles digital ist. Die nächste Szene, die wir uns angucken wollen, naja, schauen wir uns zuerst die Szene an, dazu sage ich danach was. Und du? Dies und das. Was sind denn Dinge, hä? DDoS-Attacken? Botnets? Phishing? Hä? Oder bist du nur ein Script-Kiddy? Hab einen Uni-Server gehackt. Und wie bist du durch deren Access-Control gekommen? Mit einem Zero-Day-Exploit? Du kannst Maschinensprache lesen. Einfach so. Okay, das war das, was ich euch zeigen wollte. So, jetzt haben wir hier gleich mehrere Sachen auf einmal, okay? Und das ist einfach nur. Das ist leider ziemliches, auch wenn es nicht aus Hollywood ist, dieser Film, aber trotzdem Hollywood-Geblabbel sozusagen, was mich daran ordentlich gestört hat. Okay, er zählt einfach mal so ein paar Sachen auf. Also DDoS, ja, DDoS, ganz normal. Okay, kann man so nennen, Phishing kann man auch so sagen. Und dann sagt er hat einen Uni-Server gehackt, und deswegen wurde er quasi verhaftet. So, und dann sagt hier mit der Kneifzange, der heißt Max. Max sagt dann, wie bist denn du durch deren Access Control gekommen? Die Access Control war in diesem Fall einfach was Physisches, ja, also quasi ein Schlüssel, ja. Weil er ist ja dann quasi zu deren Server gegangen und hat dann dort irgendwas gemacht. Das hat man ja nicht richtig gesehen, was er dort gemacht hat. Aber wenn man direkt am Server ist, dann kann man da relativ viel einfach mitnehmen natürlich. Das hat nichts mehr mit Access Control zu tun. Also quasi die Access Control war in diesem Fall wirklich diese Schlüsselkomponente. Und anschließend sagt er, wie er da durchgekommen ist, mit einem Zero-Day-Exploit. Der Zero-Day-Exploit wäre dann, I guess, für irgendeine Türsteuerung gewesen, aber naja, also in dem Sinne nicht unbedingt jetzt darauf fest, dass es ein Zero-Day-Exploit ist sozusagen. Also man hat es ja jetzt nicht wirklich gesehen, aber das Einzige, wo dieses Zero-Day-Exploit Sinn machen würde, wäre, wenn es auf die Türe bezogen ist. Also, dass die Türe quasi eigentlich zu war und er hat einen Zero-Day-Exploit geschrieben, um diese Türe zu öffnen. Um diesen Zero-Day-Exploit aber erstmal hinzubekommen, müsste er einfach irgendwie in diese Türsteuerung reinkommen. Und also quasi ein Zero-Day-Exploit für die Türsteuerung, also quasi von irgendwo anders in diese Türsteuerung. Aber ich glaube, Unis haben sowieso in den meisten Fällen immer offen. Man hat auch nicht gesehen, dass er irgendwas gemacht hat. Man hat einfach gesehen, wie er reingelaufen ist. Und was mich aber am meisten gestört hat, dieser Max sagt danach einfach, du kannst Maschinensprache auf den Zero-Day-Exploit bezogen. So, jetzt zwei Sachen. Erstens, Zero-Day-Exploits sind nicht zwangsläufig Maschinensprache. Ja? Ein Zero-Day-Exploit bezeichnet einfach nur quasi das Finden. Und ich zitiere jetzt hier bewusst Wikipedia, weil ich genau weiß, dass mich sonst wieder irgendjemand drauf festnagelt. Das Finden einer Schwachstelle, einer Computer-Software-Schwachstelle, die unbekannt ist bis zu diesem Zeitpunkt, also das englische Wikipedia quasi übersetzt, die unbekannt ist oder nicht adressiert wurde bis zu diesem Zeitpunkt. So, das ist ein Zero-Day-Exploit. Und eine Computerschwachstelle ist in den seltensten Fällen wirklich Maschinensprache.
Weil zum Beispiel auch eine SQL-Injection kann eine Zero-Day-Lücke sein, weil zum Beispiel noch niemand diese Zero-Day-Lücke bei dem jeweiligen Provider oder bei dem jeweiligen Anbieter gefunden hat. Das heißt, ein Zero-Day-Exploit ist absolut nicht zwangsläufig Maschinensprache. Das ist einfach nur irgendeine Schwachstelle, die halt noch niemand kannte. Deswegen Zero-Day, weil ist halt neu. Quasi Day One wäre halt ein Tag, nachdem es veröffentlicht wurde, und deswegen Zero-Day irgendwie. Und Maschinensprache, das ist das Zweite, was mich hieran stört. Maschinensprache gibt es so gesehen nicht direkt für Hacker. Also klar, natürlich gibt es sie für Hacker. Aber man benutzt Maschinensprache nicht. Maschinensprache bezeichnet wirklich ausschließlich die Komponente, die direkt von der CPU gelesen wird. Okay? Und damit meine ich nicht Assembler. Damit meine ich wirklich die Opcodes. Also wirklich 01000. Also wirklich in binär, wie das auch wirklich verarbeitet wird. Das heißt, man wandelt Assembler sozusagen um in Maschinensprache und man kann diese Maschinensprache dann einfach auf der CPU laufen lassen. Man kann aber auch die Maschinensprache 1:1 wieder in Assembler umwandeln, und Assembler ist aber nicht Maschinensprache eigentlich, deswegen der Begriff hier ist einfach falsch. Und Assembler hat auch noch lange nichts damit zu tun mit das kannst du bist ein toller Hacker oder sowas, sondern Assembler ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ich meine, im Endeffekt kann jeder irgendwie Assembler lesen, wenn man sich einmal kurz damit befasst. Das ist nicht wirklich schwer. Und man kann auch tatsächlich mit Assembler etwas, also man kann aus Assembler wieder C-Code zurückgewinnen, nennt sich Reverse Engineering oder was auch immer für Code ihr da zurückgewinnen wollt, und dadurch dann quasi die Anwendung verstehen. Also die beiden Sachen haben an sich nicht wirklich was miteinander zu tun. Hier wurde einfach nur mit ein bisschen Begriffen um sich geworfen und gehofft, dass es niemand eben versteht. Okay, die nächste Szene, die wir uns angucken wollen, das wird jetzt ein bisschen kontrovers sein. Und zwar, meiner Ansicht nach, gehört es durchaus zum Hacking dazu. Aber ich weiß, dass viele das anders sehen, und ich kann das auch absolut verstehen. Und zwar, es geht um Social Engineering. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, der Hauptcharakter hier ist eher wirklich der IT-Typ, ja, der typische, ich kann programmieren, ich kann hacken und so weiter und so fort. Während dieser Max ist eher der Social Engineering-Typ. Und ja, Social Engineering hat an sich jetzt erstmal, also das kann jeder machen, ja, das ist nicht unbedingt etwas, was mit IT-Systemen an sich zu tun hat, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, aber es ist meistens komplett anders von der Persönlichkeit her. Das bedeutet, Max ist eher so der extrovertierte Mensch, der mit allen super gut reden kann, Charisma geskillt auf 100 plus 20 oder sowas, und ja, solche Sachen eben. Während andere Hacker, die man vielleicht im klassischen Sinne verstehen würde, eher überhaupt nicht in diese Kategorie fallen. Und deswegen finde ich den Film auch schon wieder ganz toll, weil man hat eben eigentlich auch diese Komponente von Social Engineering, die da wirklich wichtig ist, also quasi dieses Soziale, dass Leute einfach die größte Schwachstelle sind, Menschen, die irgendwo arbeiten. Das haben wir beim Twitter-Hack gesehen, das sehen wir bei so vielen anderen Dingen, dass die Mitarbeiter oder irgendwelche Menschen zu Dingen gebracht werden, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und ich bitte euch, wenn ihr diesen Film guckt und mein Video vielleicht vorher geguckt habt, versucht mal im Aspekt Social Engineering den ganzen Film zu sehen. Versucht mal Max als permanenten Manipulateur zu sehen. Ja? Und versucht ihn nicht nur bei anderen als Manipulateur zu sehen, sondern auch beim Hauptcharakter. Ja? Versucht das mal. Wir wollen uns jetzt mal ganz kurz die Szene angucken und direkt, oder ich glaube relativ bald danach kommt schon die nächste Szene. Mein Skript sagt bald danach. Hey, später der Abend ist so krank wie die Gäste. Gefällt dir mein bescheidener Tempel der Dekadenz? Hm? Die Hälfte der Leute hier kenne ich nicht mal. Alles scheiß Schmarotzer. Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch, ein Gewinner. So, das reicht eigentlich schon. Also das war das, was ich euch quasi zeigen wollte. Social Engineering ist halt was, das hat mehr mit Charakter zu tun, als es eigentlich mit Hacking zu tun hat. Es gibt sogar den Begriff NLP, also neurolinguistisches Programmieren, das so ein bisschen in Richtung Kommunikationstechnik geht, um eben eigentlich in der Verhaltenstherapie Menschen zu gezielt in eine Richtung zu lenken. Und ja, da sieht man, dass eigentlich Menschen auch so eine Art
Programmierung dann haben können und so einen Automatismus teilweise entwickeln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Automatismus habe, ich klicke in Links immer auf E-Mail, genau, ich klicke in Links immer auf E-Mails, ja, mitdenken bitte, ich klicke in E-Mails immer auf Links, ja, dann bedeutet das im Endeffekt, ich bin auch super anfällig für Phishing-Angriffe, weil ich klicke ja überall einfach auf die Links drauf. Wenn ich jetzt also von Webseiten darauf trainiert werde, auf den großen, fetten, schönen Login-Button zu klicken oder den großen, schönen, fetten Cookie-Button, dann klicke ich da drauf, ohne nachzudenken. Ich bin quasi drauf programmiert, weil das jede Webseite von mir ständig verlangt, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Und schon lande ich auf irgendeiner malware-verseuchten Webseite, beziehungsweise auf einer Webseite, die versucht, sich als, I don't know, Instagram oder sowas auszugeben. Ja? Und dementsprechend ist das dann natürlich ein Riesenproblem. So, wie gesagt, ich will eigentlich so wenig wie möglich von dem Film spoilern, damit ihr noch selber guckt. Wir haben dann noch die Vorstellung von zwei weiteren Charakteren. Einer davon ist Software-Ingenieur, einer ist ein Hardware-Mensch, der dann halt alles Mögliche zusammenbauen kann. Sage ich definitiv nichts dagegen. Was wir als nächstes uns angucken wollen, ist die erste Hacking-Szene. Und die fand ich dann doch interessant, weil es werden tatsächlich Tools benutzt, die man auch so benutzen würde. Wie gesagt, kommt gleich. So, los geht's. Ich war zu langsam. So, okay. Also wir gehen nochmal ganz kurz ein Stückchen zurück, sorry. So, was wir hier sehen ist Nmap. Nmap ist so ziemlich, ich glaube, das bekannteste Hacking-Tool an sich. Was im Endeffekt hier passiert mit Nmap ist, es scannt euch einen Port, und zwar Port 6777, und ja, versucht dort ein Skript auszuführen. Es gibt Nmap-Scripting, ja, und in diesem Fall wird einfach ein Skript iec-backdoor.nse ausgeführt. Ja, was das genau tut, das sieht man nicht, es zoomt sofort wieder raus, aber Nmap ist tatsächlich ein legitimes Hacking-Programm. Nmap macht aber eigentlich nur einen Port-Scan. Das heißt, es guckt, ist auf diesem Port überhaupt irgendwas. Was man auch bedenken muss, wir gucken erst die Szene zu Ende, dann erzähle ich euch, was man auch noch bedenken muss. Und dann kommen diese ganzen Fenster. Sekunde. So, set power off. Ihr habt es gerade gesehen. Und dann kommen halt hier überall irgendwelche komischen Fenster aus dem Nichts. So, und jetzt Achtung. So, also er wollte quasi den Strom abschalten. Ja? Er führt dazu einen Port-Scan durch. Und dann schaltet er den Strom ab. Das ist jetzt nicht unrealistisch per se. Man müsste dann davon ausgehen, dass derjenige in seinem Haus den Strom quasi über eine App steuern kann. Ja, dass man quasi wirklich alles per App steuern kann. Also quasi sagen, hier Licht an oder aus, das an oder aus. Und jedes einzelne Ding müsste gesteuert werden. Und zwar alles über diesen Port 6777, den wir da gerade gesehen haben. Das ist jetzt in Zeiten von Smart Home nicht unbedingt unrealistisch. Was hingegen sehr unrealistisch ist, ist, dass er sofort weiß, also er ist ja gerade quasi zum ersten Mal in diesem Haus, lernt den Typen da kennen, der sagt, hey, setz dich dahin und mach das. Übrigens auch keine große Kunst, wenn man im selben Netzwerk ist, dann quasi auf die App zuzugreifen, weil die ist ja dafür konfiguriert, dass man im selben Netzwerk irgendwas macht. Aber der große Punkt ist, woher zur Hölle weiß er, dass Port 6777 der Port ist, an dem die Steuerung läuft? Das müsste er erstmal rausfinden. Durch Nmap. Das heißt, er müsste davor quasi Nmap laufen lassen und diese ganzen Fenster, die da aufkommen und irgendwelche hexadezimalen Sachen darstellen, die sind einfach nur Bullshit. Das heißt, an sich nicht falsch, aber es fehlt, wie eigentlich immer in diesen ganzen Hollywood-Filmen bzw. AAA-Titeln, fehlt wieder mal die Reconnaissance. Das heißt, dass man quasi rausfindet, wo eigentlich überhaupt was ist. Ja, da ist quasi einfach, das war einfach als gegeben da, als wäre er da quasi zu Hause und sagt, yo, ich weiß, wo ich das Ding eingerichtet habe, ich kill das jetzt. So, dann ist es nicht mehr wirklich irgendeine Herausforderung. Okay, hat aber überhaupt gar nichts mit Maschinensprache zu tun, sowas zu machen. Achso, und spult in meinem Video gerade mal noch ein paar Sekunden zurück. Achtet mal darauf, als wäre er in der Shell eingeloggt ist, okay? Also, dass er dort sogar, ich spoilere jetzt hier, er ist als Root eingeloggt, ja? Das heißt, er hat Vollzugriff auf den kompletten Rechner. Das habe ich jetzt leider hier schon nicht mehr drauf, aber ihr könnt bei mir im Video einfach ein paar Sekunden zurückgehen. Er ist als Root eingeloggt, habe ich mir aufgeschrieben in meinem Skript, habe es gerade gesehen. So, in unserer nächsten Szene geht es mal wieder über die Hintergründe von Hackern oder Pentestern und warum eigentlich jemand anfängt mit dieser Kunst, sage ich jetzt einfach mal.
Und wir erfahren jetzt hier, warum Max zum Hacking gekommen ist. Und ja, das finde ich dann auch wieder sehr beeindruckend. Jedes einzelne Wort auf. Die Leute da draußen, die lassen sich einlullen, die keine Ahnung, was läuft. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Wenn du das einmal begriffen hast, weißt du, dann ist es, als ob dir die Welt auf einem Teller serviert wird. Du musst nur zugreifen. So unterschiedlich. So, und hier kommt es vielleicht auch ein kleines bisschen deutlicher noch rüber, wie unterschiedlich eigentlich die Motive sind. Also, das heißt, Max hat hier das Motiv, er will quasi Leuten zeigen, dass es keine Sicherheit gibt, und er will quasi wirklich den Personal Gain haben. Das heißt, er ist so mehr der klassische Black Hat. Er tut das, damit er selbst einen Nutzen davon hat. Und der andere, der will einfach nur ein Superheld sein. Das heißt, er möchte anderen helfen. Okay, also quasi die Motive sind komplett unterschiedlich. Wird auch wichtig im weiteren Verlauf von dem Film. Ich bin eigentlich kein Filmanalyst. Was zur Hölle mache ich hier? Aber die Motive sind eigentlich relativ interessant. Weil ich glaube, für viele Leute ist Hacking einfach so ein bisschen ein Buch mit 142 natürlich Siegeln. Und ja, dann haben wir die beiden hier, die euch das sofort zeigen, wie einfach Hacking eigentlich sein kann und dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, wie man am Ende dann halt auch sieht. Aber nichtsdestotrotz, die Motive sind meiner Meinung nach nicht unrealistisch. Also ich glaube tatsächlich, dass viele auch aus diesen Gründen zum Hacking kommen. Und ja, wenn man da wirklich Aufklärung schafft, dass Hacking an sich nicht du musst nur zugreifen ist, also quasi, dass es eigentlich überall auf der ganzen Welt Sachen gibt und man muss nur zugreifen, sondern dass Hacking halt auch wirklich sehr, sehr lange Arbeit ist und dass es auch wirklich Disziplinen im Hacking gibt, die komplett gar nichts mit Computer zu tun haben, aber auch welche, die sehr, sehr tief an die Hardware gehen, dass es einfach so ein breites Feld ist mit absolut unterschiedlichen Motiven. Das finde ich an dem Film auch wieder schön, dass das da schön dargestellt wird. So, jetzt kommen wir zu den drei Regeln. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Also wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz an. Drei Regeln. Begrenze deine Aktion nicht auf die virtuelle Welt. Zweitens, Dreistigkeit siegt. Und drittens, kein System ist sicher. Okay, also das erste, begrenze dich nicht auf die virtuelle Welt. Das ist das, was ich euch schon gesagt habe. Hacks haben teilweise wirklich eine physische Komponente. Das heißt, wir haben hier das Problem, wir müssen auch wirklich für Wachleute sorgen, damit niemand einbrechen kann und dann einen Hack durchführen kann. Zweitens, Dreistigkeit siegt. Das ist quasi für Social Engineering sozusagen der maßgebende Stein. Das heißt, wenn jemand mega dreist ist, hat er höchstwahrscheinlich eher Erfolg. Ich meine, guckt euch mal den Twitter-Hack an, ja? Wie dreist kann man sein, erstmal den bei Twitter einfach 50.000 Mal anzurufen und zu sagen, hey, ich brauche Zugriff, weil Reasons, und dann bekommt er Zugriff und dann tweetet er einfach mit den Twitter-Accounts, die meisten Follower haben, Joe Biden, Elon Musk und so weiter und so fort, ja, Bill Gates, tweetet er, dass er Bitcoin sammelt und dann wieder das Doppelte zurückgibt. Und die Leute zahlen sogar da drauf, weil einfach keiner denkt sich, dass er ein Mensch so dreist sein kann, einfach sowas zu machen. Das ist einfach zu dreist und deswegen schon wieder so genial. So, und das Letzte ist im Endeffekt, kein System ist sicher. Das bedeutet, man kommt überall rein, und ja, das stimmt soweit wahrscheinlich auch, aber es ist bei manchen Systemen natürlich so schwer, weil man einfach sehr, sehr viel dagegen tut. Das heißt, man muss hier tatsächlich erstmal was entwickeln, um da überhaupt reinzukommen. Und klar, natürlich, ich meine, man kann überall einbrechen, wenn man nur genug Gewalt benutzt und dann irgendwie dranstecken. USB, fertig. Ist auch ein Hack in dem Sinne. Aber ja. So, die nächste Szene möchte ich euch nochmal zeigen, wie schön, das ist eigentlich, glaube ich, so die Szene, die meisten Leute tatsächlich bei Who Am I kennen. Und ja, die zeigt auch nochmal ganz toll, wie effektiv Social Engineering teilweise immer noch bei vielen Leuten angewendet werden kann, nur weil man sich quasi Kunden nicht verkraulen möchte. Und da gab es schon wirklich Beispiele, also es hat nichts mit IT-Systemen zu tun in diesem Fall jetzt, aber es gab schon Beispiele bei Amazon, Rücksendung und so weiter, bei verschiedenen Lieferanten und so weiter und so fort. Social Engineering ist wirklich eins unserer größten Probleme meiner Meinung nach aktuell, weil wir die Computersicherheit mittlerweile einigermaßen in den Griff kriegen. Ich sage nicht, dass wir sicher sind, ja, aber es wird viel mehr geforscht, es wird viel mehr getan. Aber die Schwachstelle Mensch ist halt immer noch da. Wir gucken uns das jetzt mal kurz an. So, wie dort in Landstadt. Hier fehlen zwei Schokodonuts. Wir zahlen auch nicht für den Scheiß und bekommen nichts dafür.
So ein neues Angebot, hein? Zahl 10, krieg 8. Und die mit Schoko waren nicht dabei. Das will ich hier wohl nicht hier stehen. Wer hat denn dich bedient? Die Blonde da hinten. Komm, vielleicht holen wir einfach mal einen Geschäftsführer. Also, geht doch. Schönen Abend noch. Mhm, ja. Guten. So, und das ist wieder mal eine schöne Szene, die wirklich zeigt, wie effektiv Social Engineering sein kann. Ja, wie gesagt, für solche Sachen finde ich diesen Film wirklich sehr, sehr toll. Aber wie ihr auch sehen könnt, es wird in diesem Film gar nicht so viel gehackt im klassischen Sinne, sondern wirklich mehr auf Social Engineering und Einbrechen den Fokus gelegt, aber trotzdem eigentlich interessant eigentlich, weil ja, so ist halt die Erfolgschance teilweise wirklich höher. Zumindest, also eigentlich ist die Chance so nicht höher. Eigentlich kann man beides schaffen, ja, je nachdem halt, was man tut, genau. Aber gut, eine Szene habe ich noch, oder ich habe noch mehrere Szenen mir rausgeschrieben. Ich habe mir unglaublich viel rausgeschrieben, aber wie gesagt, ich will euch die Story von dem Film nicht spoilern. Was ich aber definitiv noch tun möchte, ist Folgendes. So, in dieser Szene wird klar, was für ein gigantisches Potenzial Doxing oder persönliche Informationen zu stehlen eigentlich hat. Und ja, wie gesagt, er ist ja sozusagen ein Hacker-Profi. Ja, er kann ja quasi alles hacken. Also er hackt quasi alles, der andere ist der Social Engineering-Meister und die anderen zwei sind halt, der eine ist der Hardware-Meister und der andere ist halt für alles da. Hier mal ganz kurz Doxing oder persönliche Ihre dänische Sozialversicherungsnummer. Geboren in Frederikssund, Studium in Deutschland, Abschluss als Jahrgangsbester. Leitende Ermittlerin beim European Cybercrime Center in Den Haag. 2 Konten, 1 bei der Danske Bank, 1 bei einer holländischen Direktbank. Während ihrer Studienzeit hatten sie eine Fehlgeburt. Seitdem können sie keine Kinder mehr kriegen. Schuld ist eine seltene Erkrankung der Gebärmutter. Ihre Kollegen halten sie für kalt. Ich halte sie für einsam. So, ich glaube, hier wird klar, was für ein Potenzial eigentlich Hacks wirklich haben, um etwas mit einem Menschen anzustellen. Mit solchen Informationen kann man Leute erpressen, kann man Leute bedrohen, kann man Leuten wirklich schaden, ihrer Karriere schaden, wenn sowas online gestellt wird. Je nachdem vielleicht noch irgendwelche schmutzigen Details aus ihrer Vergangenheit, I don't know. Solche Sachen können Karrieren ruinieren und sind wirklich schlimm. Und deswegen meiner Meinung nach auch sehr schön, dass hier sowas gezeigt wird, wie schlimm das eigentlich ist und warum wir eigentlich auch so momentan so viel in die Security stecken müssen an Potenzial, an Ressourcen und an auch neuen Fachkräften, die dann halt da auch tätig sind. Deswegen, ja, meiner Meinung nach eine wichtige Szene. So, das nächste ist quasi direkt hinten dran und ich finde auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein bisschen schade und man sieht das hier auch direkt, die Motivation hinter diesem Hacker-Kollektiv. Also man vergleicht sich, sie vergleichen sich im Film auch mit Anonymous und mit anderen Hacker-Gruppierungen. Und ja, tatsächlich haben sie eine völlig andere Motivation. Also während bei Anonymous ist ja hauptsächlich politische Ziele bzw. Sachen, die sie einfach für nicht richtig halten, wie zum Beispiel Falschinformationen verbreiten und Bullshit verzapfen, Fake News verbreiten, im Endeffekt die Bevölkerung in Panik versetzen und solche Sachen eben. Das sind ja die Ziele, die Anonymous da eigentlich verfolgt, wenn sie irgendwas machen. Bei diesem Hacker-Kollektiv geht es nur um eins, und zwar Aufmerksamkeit, Fame, Klicks und so weiter. Mein Headquarter. Das Haus meiner Oma war der perfekte Ort dafür. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Chaos Computer Club und so. Herrlich. Yes! 1 Million Klicks. Yes! Ja! Wir brauchen Namen! Wir müssen eine Marke werden, wir müssen groß werden! Ja, und das finde ich meiner Meinung nach ziemlich schade. Man möchte hier nicht unbedingt auf Sachen aufmerksam machen. Also klar, ich kann es verstehen, wenn sie das quasi aus Berufsgründen machen wollen. Sie wollen einfach reich werden damit, aber nein, das wollen sie nicht. Sie wollen einfach nur berühmt werden. Sie wollen Anerkennung. Warum, verrate ich euch jetzt hier nicht. Es passt insoweit zum Film, ist trotzdem leider ein bisschen schwierig, denn in der Praxis sieht es halt anders aus. In der Praxis machen die Black Hats das, um reich zu werden. Und die anderen Menschen machen es halt, um die Leute aufzuhalten. So, aber niemand macht es eigentlich wegen Fame oder sonst was.
Das wird auch in der übernächsten Szene deutlich. Aber ich will davor noch eine weitere Sache mit euch machen, wo... naja, ihr werdet sehen. Und zwar geht es dieses Mal um einen direkten Hackerangriff wieder mal. ja, wir werden sehen. Okay, also, da sieht man eigentlich alles, was man sehen muss, in genau diesem Bild. Und ja, ihr seht, sie sind verkleidet, sie sind aufs Dach gestiegen, sie sind wieder physisch irgendwo eingebrochen. Wieder mal diese physische Komponente, finde ich gut. Aber, ja, danach kommt hier, also sie stecken quasi einfach das Netzwerkkabel an. Und naja, im Endeffekt, wenn, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Netzwerk sie sind, aber entweder sie sind schon im richtigen Netzwerk drin, dann brauchen sie sowas nicht. Und hier haben sie einfach Bash. Warum gibt jemand vorne dran Bash ein? BufferOverflow.sh144. Woher auch immer diese Zahlen kommen. Und dann steht hier Starting Buffer Overflow Allocating Buffer What? Sending Payload. Und dann hier irgendwelche komischen kryptischen Zeichen, die halt einfach nur komplett komisch sind. Und dann steht da Pawn Go Ahead. Ja. Und dann kommt ein Copy-Befehl. So. Also wir sehen. Oh mein Gott. Puh. Also wir sehen, sie sind mit ihrem Laptop an dieses Ding rangefahren, ja, haben sich quasi den Netzwerkstecker einfach direkt ins eigene Netzwerk reingesteckt und sind dann an ihrem eigenen Laptop, führen einen Buffer-Overflow aus, achtet hier oben darauf, sie sind als WhoAmI eingeloggt, WhoAmI at dvsys und führen einen Buffer-Overflow aus, an ihrem eigenen Laptop, den sie mitgebracht haben, zumindest sah es für mich im Film so aus, und anschließend sind sie root at dvsys, also auf demselben System sind sie jetzt plötzlich Administrator, weil root ist der Administrator im Endeffekt. Das heißt, sie sind halt quasi vom normalen Benutzer zum Administrator aufgestiegen, auf ihrem eigenen System. Herzlichen Glückwunsch! Und ja, dann kopieren sie eine MP4-Datei. Der krasseste Hack, den ich jemals gesehen habe, Leute. Puh! Also ein eigenes unsicheres System. Hey, hey, du, das ist krass. Nee, also, Spaß beiseite, ist halt Hollywood, ne? Also, der Hack ist jetzt, was soll man sagen? Die haben sich in ihr eigenes System reingehackt, ohne irgendwie was Sinnvolles zu tun. Und was das mit dem Buffer-Overflow hier oben auf sich hat, keine Ahnung. Ich nehme an, dass es 144 Zeichen Puffer sind, die sie da quasi überlaufen lassen. Dann steht halt in der Shell-Datei steht halt irgendwas Krasses drin oder sowas. Woher sie vorher wussten, was sie da reinschreiben müssen, ist mir auch ein Rätsel. Normalerweise muss man das dann quasi direkt an der Applikation machen. So ein Buffer-Overflow, weil der ist stark applikationsabhängig, aber woher sie wussten, was sie da eingeben müssen, weiß ich auch nicht. So, für die folgende Szene habe ich jetzt tatsächlich mal den Ton von Netflix gemutet, weil ihr sonst wahrscheinlich Ohrenprobleme bekommt irgendwann. Die sind deutlich lauter als alles, was ihr bisher gehört habt. So, hier sehen wir das erste. Clay ist quasi deren Hackergruppe, löst Debatte über Tierversuche aus. Und wie gesagt, ich achte darauf, dass ich nichts Story-Relevantes hier irgendwie klaue, nur dass sie halt quasi ein Hacker-Kollektiv sind. Ich glaube, das ist schon klar. Clay löst Debatte über Tierversuche aus. Eigentlich was Gutes, ja. Aber jetzt achtet mal darauf bitte, wie die Leute reagieren. So, Spaß-Hacker, Hackergruppe sabotiert NBD, ich nehme an, dass das in Richtung NPD gehen soll, sabotiert NBD Parteitag, dann Hackergruppe Clay wird Internetphänomen unsicher und dann sehen wir hier Hackergruppe Clay blamiert und dann lachen irgendwelche Leute, blamiert Online-Versandhaus, hackt sich in Bestellsystem, Clay hackt Porno-Plattform, verdammt, irgendwas mit Caught in the Act, und so weiter und so fort. Und hier lachen die Leute tatsächlich drüber. Ich glaube, das ist absolut das falsche Bild, was hier dargestellt wird. Hier wird Hacken so dargestellt, als wäre das einfach irgendwas Witziges, was man mal so macht. Was ich viel cooler gefunden hätte hier, wäre dieses Lösen Debatte über Tierversuche aus. Finde ich super geil. Verfolgt sowas weiter. Oder auch, dass man sich in ein Bestellsystem reinhackt. Dann verbindet das mit zum Beispiel Doxing oder sonst irgendwas. Macht auf die Probleme aufmerksam, dass da Leute wirklich ihre Kontodaten haben und diese Kontodaten dann im Darknet landen. Und im Darknet dann einfach von irgendwelchen Leuten missbraucht werden. Sowas fände ich mega, mega geil. Aber ist hier leider überhaupt nicht zum Vorschein gekommen. Stattdessen lachen die Leute halt leider einfach. Und ja, das war's dann auch schon. Und das ist meiner Meinung nach verschenktes Potenzial. So, nächste Szene ist folgendes. So, kurzer Zusammenhang, sie haben quasi eine Lotterie gehackt und haben dadurch ein Auto gewonnen.
achtet mal auf eine Sache, ich weise euch dann nochmal drauf hin. Kleine Spritztour gefällig. Max und Stefan hatten sich eines von Pauls Spielzeugen ausgeliehen und die Telefonleitung eines Radio-Gewinnspiels manipuliert. Sie hatten alle Leitungen außer einer unterbrochen, zu welcher Max sich direkt durchstellen ließ. Sowas würde übrigens sofort irgendwie bestraft werden, weil schau mal, wo die sind. Ja, die sind am Verteilerkasten, der steht mitten in der Stadt. Hallo, Benjamin Engel mein Name. Die richtige Antwort lautet B, Ottmar Hitzfeld. Bist du irre? Was hat das mit Clay zu tun? Was für eine Scheißbotschaft steckt dahinter, wenn hier ein Porsche klaut? Und das finde ich sehr, sehr geil. Was für eine Scheißbotschaft steckt dahinter, wenn ihr einen Porsche klaut? Das finde ich super, super wichtig hier, dass auch sowas mal thematisiert wird. Es ist nicht immer einig, was eigentlich gemacht wird in solchen Hackergruppierungen. Ich meine, Anonymous, da kriegt man das auch ständig mit. Es gibt quasi Debatten darüber, was man für eine Aktion macht. Aber es sollte immer was dahinter stehen. Während hier ist halt einfach wirklich, er ist am persönlichen Nutzen daran interessiert, diesen Porsche jetzt zu fahren. Er will halt einfach das Ding haben. So, während der andere, der Hardware-Mensch, das war der mit dem Bart, mit dem schönen Bart übrigens, no homo, der hat halt tatsächlich gesagt, er möchte hier wirklich nicht mehr quasi mit dabei sein, weil, ja, was hat das mit Clay zu tun? Was ich sehr schade finde, guckt das Ding weiter, ihr werdet sehen, das wird leider überhaupt nicht mehr weiterverfolgt, aber das finde ich einen wichtigen Satz und das hätte man sehr stark noch weiterverfolgen müssen. Denn, ja, meiner Meinung nach, Hackergruppen tun das nicht einfach so quasi aus Spaß, außer sie sind quasi an Geld interessiert, dann vielleicht auch aus Spaß, sondern hauptsächlich dann, also wenn sie es so groß machen wie die da jetzt, ja, dann machen sie das eigentlich, weil sie eine Motivation haben. Und was ist die Motivation dahinter, so einen Porsche zu haben? Klar, natürlich, Geld. Aber, ja, die Gruppe hier wurde wegen was anderem gegründet. Könnt ihr gerne mal im Film nochmal nachgucken. Stattdessen hat man Folgendes gemacht, und zwar, wieder mal die typische Portion, hey, ihr seid Nerds und es gibt den einen Social Engineer, der mega kompetent ist, was Soziales angeht und, naja, Sexismus, Drogenverherrlichung und so weiter und so fort. Schauen wir uns ganz kurz an, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht gerade die Sternstunde von dem Film. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Na komm, nicht so schön. Auf einen geilen Abend. Prost. Alkohol, Drugs, Overdrive, Noise, Neon Lights, Party People. Can you feel it? Rave is king. Okay, das soll hier auch schon wieder reichen. Ja, im Endeffekt genau das, was ich gesagt habe. Warum man das so darstellen muss, weiß ich leider nicht. Ich finde es persönlich ein bisschen schade. Aber ja, an sich nehmen wir das einfach mal raus aus dem Film. Okay, dann bleibt es ein guter Film. So, wie ihr gemerkt habt, ich versuche hier so wenig wie möglich zu spoilern. Ich suche jetzt noch eine Stelle raus, die ist ein kleines bisschen Spoiler. Das heißt, wenn ihr jetzt den Film noch angucken wollt, definitiv, schaut vielleicht zuerst den Film an und dann guckt hier weiter an der Stelle, wo ihr aufgehört habt, was ihr wahrscheinlich eh nicht tun werdet. Aber ja, wir wollen das trotzdem noch ganz kurz angehen. Es geht noch um zwei Hacks, die sie da durchführen. Die will ich euch noch zeigen. Wenn man die aus dem Zusammenhang reißt, so wie ich das jetzt tun werde, dann ist das definitiv kein so schlimmer Spoiler. Ihr könnt ruhig weitergucken. Ja. Achso, eine Sache noch. Was ich definitiv nicht zeigen möchte, ist die realen. Also, der Film zeigt eindeutig, welche realen Konsequenzen Hacking haben kann. Also, sprich, Mord, ja. Dass Leute wirklich sterben, weil irgendjemand da was gehackt hat, okay? Das werfe ich jetzt nur hier so in den Raum, ohne Videobeweis sozusagen. Das müsst ihr dann selber quasi rausfinden. Das ist sehr, sehr offensichtlich und deutlich. Und das finde ich auch wieder eine gute Botschaft, dass man hier sagt, okay, wir zeigen solche ernsten, sehr ernsten Konsequenzen auch wirklich. Und das finde ich schön. Ja, aber ich suche euch noch kurz die Stellen raus. Okay, eine schöne Sache noch, die kurz davor kommt. Ich versuche das jetzt so reinzuschneiden, dass es passt. Sie werden sehr, sehr paranoid und deswegen benutzen sie nur noch öffentliche Netzwerke. Was übrigens auch so ein Ding ist, das machen tatsächlich viele, die irgendwas tun, was nicht ganz legal ist, dass man dann wirklich nicht nur ein öffentliches Netzwerk nutzt, sondern auch zusätzlich noch seinen eigenen Laptop natürlich mit einem Tails oder sowas drauf und dann ist man ziemlich anonym. Wir waren mittlerweile so paranoid, dass wir nur noch öffentliche Netzzugänge nutzten. So. Oh, kein Scheiß verstanden. Ja,
Und jetzt sehen wir hier oben nochmal dieses Who am I. Es geht im Endeffekt, also deswegen weiß ich auch, dass damit mit diesem Darknet nur ein IRC-Channel gemeint war, im Endeffekt wie ein Chatroom. Was diese IP-Adressen da hinten zu suchen haben, weiß ich allerdings nicht. Ich nehme an, dass das irgendwas mit Tor vielleicht zu tun hat. Vielleicht benutzen sie eine Proxy-Liste oder sowas. Von dem her lasse ich durchgehen als realistisch. Und hier sieht man im Endeffekt, sie wollen quasi nur den IRC benutzen. Wir sehen übrigens, glaube ich, hier hinten auch, sehen wir realistisch, oh, wir sehen sogar realistische IP-Adressen. Hey, hey, hey. Interessant, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Okay, aber ja, ich muss hier nochmal kurz was rausschneiden, damit ihr nicht gespoilert werdet. So, sie werden natürlich verfolgt. Kommen sie schnell, sie hat gerade zu ihr gesagt, das ist quasi die Chefin, die da alles nachvollzieht, von Europol. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Kommen sie schnell, wir haben da was. Ich bin ganz zufällig drauf gestoßen. Um einfach versucht immer X zu kontaktieren. Seine IP-Adresse ist verschleiert. Er geht über mehrere Zwischensysteme. So, hier an diesem Punkt mehrere Zwischensysteme, ja? Also ganz kurz zum Zusammenhang. Sie sind ja quasi in diesem öffentlichen Netzwerk und sie benutzen mehrere Zwischensysteme, kurz Proxys, genau, oder was heißt kurz? Aber man nennt die Dinge eigentlich Proxys, ja? Und sie machen jetzt Folgendes. Der Nutzer hatte verschiedene Server in Europa. Wechselt alle 3 Sekunden seine Position. Aber ich glaube, ich habe da was. Die Server, die Hum einnutzt, antworten immer auf diese IP-Adresse. Das sieht aus wie ein Knotenpunkt. In Berlin. Okay. So, das war dieser Hack, den ich euch zeigen wollte, Nummer 1. Dieser eine Knotenpunkt, der ist nicht sichtbar. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn man Proxys verwendet, dann nimmt man normalerweise Proxy, 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 Proxy und dann die eigentliche tatsächliche Adresse, wo man hin möchte. Ja? Das heißt zum Beispiel Facebook, I don't know. Und jetzt macht sie Folgendes. Sie sucht einfach irgendeinen Punkt, wo die Adressen immer hin antworten. Das Ding ist, die antworten da nicht hin. Also er wechselt zwar alle 3 Sekunden seine Position, aber die antworten da nicht hin. Die Systeme, also zum Beispiel dieser IRC-Server, der antwortet dann nur an den ersten Proxy, dann an den zweiten, der antwortet an den zweiten, der antwortet an den dritten und so weiter und so fort, bis es zurücklandet bei ihm. Das heißt, er antwortet eigentlich gar nicht ihm direkt. Er ist in dieser Kette quasi überhaupt nicht sichtbar. Niemand hat seine IP-Adresse. In diesem IRC ist die einzige IP-Adresse, die wirklich sichtbar ist, die von dem alleräußersten Proxy. Also im Tor-Netzwerk nennt man den Exit-Node. Und diese IP-Adresse ist sichtbar. Das, was sie hier gemacht hat, also bei der Polizei oder bei Europol, das geht so nicht. Weil, ja, diese IP-Adressen hinten dran, also quasi in dieser Kette weiter hinten, die kennt sie nicht. Sie kennt wirklich nur die erste. Um diese Kette zu kennen, muss sie jeden einzelnen Proxy vorne dran kennen. Und in dem Zusammenhang ist es auch nicht so clever, alle paar Sekunden zu switchen. Weil der Letzte in der Kette, wenn wir da irgendwann mal quasi was Unsicheres haben, also quasi eine unsichere Kette haben, dann landet natürlich auch Europol bei unserer IP-Adresse. Wenn wir das alle 3 Sekunden wechseln, dann ist Europol quasi bei uns irgendwann auf dem Rechner drauf. Also quasi kennt unsere IP-Adresse, wenn sie wirklich alle in dieser Kette kontrollieren. Wir können ja davon ausgehen, dass einige in der Kette wirklich von Europol kontrolliert werden. Deswegen wechselt man eigentlich auch nicht. Man behält eine Kette bei und wenn die halt tatsächlich kontrolliert ist, dann hat man halt Pech gehabt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also ja, eigentlich ist es mega Quatsch, was hier gerade passiert ist und leider sehr, sehr storytragend. Aber wie gesagt, dürft ihr gerne selber weitergucken. Die letzte Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ist ziemlich weit hinten. Reiße ich jetzt komplett aus dem Zusammenhang raus. Da geht es mir wirklich nur um den einen Hack, den ich euch zeigen möchte. So, er ist irgendwo eingebrochen. Und wie er da reingekommen ist, überlasse ich euch als Zuschauer. Und es geht im Endeffekt darum, er möchte dieses Gebäude hacken. Und es war sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Und er hat nur 2 Minuten Zeit. Das kommt auch gleich nochmal. 2 Minuten. 2 Minuten. Wo wir gerade dabei sind, zeigt dir 2 so, beziehungsweise so, oder zeigt dir 2 so? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Found it. Okay,
Okay, er hat quasi so getan, als hätte er sein Geldbeutel liegen lassen. Hat aber währenddessen etwas unten an den Tisch dran geklebt. So, und der Clou hinter der ganzen Sache ist jetzt folgender. Er hat quasi einen Wi-Fi-Router sozusagen unten an den Tisch geklebt. Und wenn sich jetzt jemand aus dem Nachbargebäude einloggt, er hat quasi den Wi-Fi-Namen denselben Namen gewählt, wie jetzt das Gebäude an sich hat. Und wenn sich jetzt jemand aus dem Nachbargebäude einloggt, dann landet der unter Umständen, upsala, eventuell auf diesem Gerät drauf. Sprich, das Gerät, das sie kontrollieren. Und darüber können sie natürlich den Traffic nachverfolgen und so weiter und so fort, ja. Alles im natürlich ein super riskantes Manöver, aber funktioniert, wird Evil Twin genannt, das gibt es tatsächlich und das machen viele auch mit öffentlichen Netzen so, deswegen solltet ihr auf gar keinen Fall das machen. Der Punkt ist, für einen Evil Twin muss man natürlich das Passwort haben, ja, von dem Originalnetz. Wenn da ein Passwort drauf ist, ist es natürlich schlecht. Wenn da kein Passwort, also dann kann er das quasi nicht wissen, erstmal. Außerdem den Namen zu wissen, ist auch ein bisschen schwierig. Er kann aber auch einfach tatsächlich das Ding kopieren und das funktioniert dann schon. Also an sich eigentlich ein realistischer Angriff. Aber der Punkt, der mich hier dran stört, ist folgender. Warum gibt es da WLAN drin? Also ich meine, das ist ein Hochsicherheitsgebäude, wo wirklich viele Leute Hochsicherheitsarbeit machen sozusagen. Ich will nicht spoilern, was es ist. Aber warum haben die Wi-Fi? Wie gesagt, Sparkasse, Volksbanken und so weiter und so fort. Die machen das alle eigentlich so, dass es gar kein Wi-Fi an sich für die Mitarbeiter gibt, sondern die sind alle direkt über LAN angebunden. Zumindest war es mal so. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Vielleicht hat da jemand aktuelle Infos für mich. Aber ja, an sich ein absolut realistischer Hack, nur vielleicht nicht in so einem krassen Ding, wie das da ist. Okay, so, das waren jetzt alle Dinge, die ich zu diesem Film zu sagen habe. Es ist auch schon wieder, meine Güte, über 50 Minuten, die ich jetzt hier gelabert habe. Und ich glaube, wir haben nicht so viel vom Film gesehen. Ja, schreibt mir gerne, was ihr dazu meint. Mein Fazit zu diesem Film ist an sich wirklich sehr unterhaltsam. Die Hacks, sagen wir einfach mal, ich gehe davon aus, bei diesen Hacks, dass da einiges einfach nicht gezeigt wurde, was da an Vorarbeit dabei war und das schön geschnitten ist, sodass diese Hacks quasi immer nur so kurze Fragmente sind und an sich nicht voll da sind sozusagen, also dass man quasi einfach vorne dran mehrere Stunden Arbeit rausschneidet. Dann sieht das Ganze ziemlich cool aus, so wie es hier eben aussieht und ja, dementsprechend ist es eigentlich auch einigermaßen realistisch. Ist halt ein bisschen problematisch, dass sie teilweise darauf eingehen, dass man halt nur so kurze Zeit hat oder dass man, dass es jetzt von jetzt auf gerade eben geht, das wirft ein bisschen ein falsches Bild darüber. Außerdem finde ich es gut, dass sie auf Social Engineering so krass gut eingehen. Es gibt noch sehr viele mehr Stellen im Film, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil sie zu krass spoilern, die hier tatsächlich Social Engineering wirklich gut dastehen lassen, also wirklich auch, also was heißt gut dastehen lassen, aber wirklich als Problem dastehen lassen, so wie es eigentlich auch wirklich eins ist. Und dementsprechend muss ich sagen, A, der Film war unterhaltsam, B, er ist nicht so fernab der Realität. Die Leute wurden auf jeden Fall beraten. Was ich allerdings schade finde, ist hier die Motivation der Leute, dass hier einfach gesagt wird, yo, wir machen es einfach for the lulz und für Anerkennung und für Fame. Das werdet ihr merken, das ist im Film eine treibende Kraft und das finde ich ein bisschen Verschwendung hier. Aber ansonsten muss ich sagen, Film ist wirklich cool, kann ich absolut empfehlen, haut da rein und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.